Es erwartet sie eine dichte, temporeiche Krimi-Handlung mit einer Reflexion über Gewissen und Gewalt. Die Bibliothek des Attentäters nimmt das Jahr 1998 zum Ausgangspunkt. Als die RAF ihre Auflösung erklärt, haben Jakob Amon, ein Journalist, und Konrad Berloch, der ehemalige Leiter einer Antiterrorismuskommission, ähnliche Gefühle. Eine Epoche ist für sie beendet. Gäbe es nicht einen ungeklärten Fall, der inzwischen über 20 Jahre zurückliegt und der aus dem Schema der üblichen Terroranschläge herausfällt. Das Attentat auf den Industriellen Karmann. Als Hauptkommissar Brill, der frühere Assistent Berlochs, auf eigene Faust die Ermittlungen wieder aufnimmt, geschieht ein zweiter Mord. In Sonners subtilem Hörspiel geraten der Attentäter und sein Verfolger in gefährliche Nähe zueinander. Zur Romanvorlage schrieb der Rezensent der Neuen Zürcher Zeitung: Anstatt zu groß angelegten RAF-Vergangenheitsbewältigung auszuholen, konzentriert sich Sonner auf seine Figuren, Amon und Berloch, zwei Gestalten, die Katz und Maus oder besser Maus und Maus miteinander spielen. Franz Maria Sonner ist mit diesem Roman eine spannende Variation des Thrillers gelungen und eine glaubwürdige Schilderung zweier Outcasts, ohne genreüblichen Plattitüden und unnötige Psychologismen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Die Bibliothek des Attentäters von Franz Maria Sonner. Mein Name ist Marco Sentenza. Das Leben ist schön. Ich bin knapp am Tod vorbeigeschrammt. Probleme werden da belanglos. Mein Zimmer ist total verwüstet. Unter einem Papierberg und herausgerissenen Schubladen habe ich Jakob Amons verloren geglaubtes Manuskript mit dem Titel Attentat herausgefischt. Die Geschichte, in die ich hineingeraten bin, hat zum Jahreswechsel 1983-84 begonnen. Jakob hat Kontakt mit der Roten Armee-Fraktion, der RAF, aufgenommen. Er überlegt sich, ihrem bewaffneten Kampf anzuschließen. Ein solcher Schritt muss ausdiskutiert werden. Zum zweiten Mal trifft er sich in seiner Wohnung mit einem Mitglied der RAF, einem etwa 40-jährigen Mann, dessen Namen er nicht kennt. Ja, das weiß ich doch alles. In dem Punkt haben wir keine Differenz. Militarisierung der Politik, klar, die NATO ist eine Kriegsorganisation. Mit antiimperialistischem Kampf dagegenhalten und endlich einmal die Machtfrage auf die Tagesordnung setzen, einverstanden. Aber der Kern der Sache ist der bewaffnete Widerstand. Ihr könnt doch nicht davon ausgehen, dass eure Einschätzung ausreicht, um einen Menschen abzuknallen. Das ist doch vollkommen irre. Sind wir in der Kneipe, wo man nach ein paar Bier zum Besten gibt, dass der oder jener nach der Revolution an die Wand gestellt wird? Das sind doch Suftparolen. Ein Kapitalist, ein Politiker, ein Bulle, nennt sie meinetwegen Arschlöcher, Schweine oder Agenten, sind genauso Menschen wie wir auch. Sie haben Kinder, lieben eine Frau, schenken ihrer Mutter Blumen zum Geburtstag. Wie soll das denn gehen, das System mit einem bestimmten Menschen zu identifizieren? Ich muss bei jedem Einzelnen fragen, was hat er getan, wofür ist er ganz persönlich verantwortlich. Nur über eine solche Schuld kann man richten. Über alles andere empört man sich zwar... Vergiss diese Empörungskiste. Du musst mal picken, dass in dem Milieu, in dem wir gegen die Repression kämpfen, Empörung keine Waffe ist. Sie ist verdammt stumpf und hohl. Außerdem, wer wirklich empört ist, also betroffen und mobilisiert, der schreit nicht einfach, sondern sorgt dafür, dass das, was ihm nicht passt, nicht mehr länger geschieht. Das System muss direkt in seinen Repräsentanten angegriffen werden. Wir müssen seine Schwäche, seine Verwundbarkeit aufzeigen. Darum geht es doch. Und nicht um so ein moralisches Gesülze. Und die soziale Frage? Kommt die bei euch überhaupt noch vor? Die Suche nach einem gerechten und freien Leben. Weißt du was, Jakob Amon? Du bist ein kleinbürgerlicher Wichser. Wir verschwenden mit dir nur unsere Zeit. Jakobs Wohnung. Es ist Montag. Der erste Werktag im neuen Jahr. Jakob ist gerade von einer Recherchereise für einen neuen Film heimgekehrt. Fritz ist zu Besuch. Scheißkalt.
Warum warst du nicht auf unserem Silvesterfest? Keine Lust. Wie war's denn? Naja, das Übliche. Zu viele Eierköpfe. Solche wie du. Ein ewiges Gelabere und Klugscheißen. Aber später wurde noch ganz munter geschäkt. Irgendeine Aktion muss bei dir immer dabei sein. Logisch. Manches lässt sich nicht durch Diskutieren aus der Welt schaffen. Das muss man tun. Wie beim Essen oder Ficken. Der Kopf ist bei dir verzichtbar. Nur wenn ich so eine Katerbirne wie gestern habe. Hey, jetzt sei nicht gleich beleidigt. Wir gehören doch zusammen. Einheit von Kopf und Hand, oder? Hast du schon mal einen Pflasterstein geworfen? Ja, schon. Bei einer Demo in Kreuzberg. Und? Furchtbar. Die ganze Nacht hat mich der Gedanke gequält, ich könnte einen Menschen getroffen haben. Das meine ich. Die Sperre ist im Kopf. Bremse lösen, Jakob. Hast du einen Kaffee für mich? Hast du was rausbekommen bei deiner Recherche? Bärloch wird abtreten müssen. Die Sonderkommission Terroraufklärung wird neu besetzt. Ach nee. Aber dabei bin ich im Archiv auf eine vollkommen irrwitzige Geschichte gestoßen. Kennst du Karmann? Karmann, der Automanager. Inzwischen Industriefunktionär. Er war SS-Kommandant in der Tschechoslowakei. In den letzten Kriegstagen hat er dort 60 Geiseln erschießen lassen. Wehrlose, hauptsächlich Frauen und Kinder. Und jetzt wieder vorne dran. Heil. Alte Nazi-Seilschaften funktionieren eben immer noch. Da muss man was machen. Das muss öffentlich werden. Karmann ist einer, den man rausgreifen muss. Nicht nur ein Repräsentant, sondern ein Täter. Kungelt mit dem Ministerpräsident im blutigen Korps Borussia. Ist dort sein Fuchsmajor. Daher auch die Narbe an seiner Stirn. Sie ist ein Schmiss. Karmann wohnt übrigens hier in der Nähe in Bad Homburg in einer Villa. Ich habe Dörnbach die Geschichte fürs Fernsehen angeboten. Und? Man überlegt noch. Was bitte gibt es da noch zu überlegen? Aber Dörnbach ist ein Salonlinker, reißt die Klappe auf. Wenn es aber gilt, zieht er den Schwanz ein. Haben Sie was erreicht, Frau Rose? Es tut mir leid, Herr Bärloch. Der Herr Bundeskanzler ist nicht zu sprechen. Ein Fax ist stattdessen eingegangen. Sie möchten das mit Herrn Minister Zweigelt abhandeln. Konrad Bärloch hat einen schweren Fehler begangen. Er hat geglaubt, seinen Rücktritt als Druckmittel einsetzen zu können. Innenminister Zweigelt hat ihn jedoch sofort angenommen. Auf diese Gelegenheit, ihm den Laufpass zu geben, hat er nur gewartet. Bärloch verbringt die ganze Nacht in seinem Büro. Er sucht eine Lösung, doch noch im Amt bleiben zu können. Er versteht nicht, dass er politisch schon längst ein toter Mann ist. Das hat er sich bereits am Abend zuvor abgezeichnet. Gleitkopf? Können Sie mich mit Gleitkopf verbinden? Ich habe in der Parteizentrale nur den Generalsekretär erreichen können. Gleitkopf soll noch in Warschau sein. Sind Sie noch dran? Ja. Kann ich noch etwas für Sie tun, oder... Guten Abend, Frau Rose. Bis morgen. Überall in Bärlochs Büro stehen Mitbringsel und kleine Geschenke verteilt. Sie stacheln seinen Beharrungswillen an. Der Moriskentänzer aus Porzellan auf seinem Schreibtisch. Eine Spieluhr mit Lorelei, die ausgestopfte Tatze eines Grizzlybären, ein paar vergoldete Handschellen und Ehrennadeln auf schwarzem Samt. Alles meins, denkt Bärloch, und die Vorstellung, die Schlüssel abgeben zu müssen, erscheint ihm einfach absurd. So zerreibt er sich zwischen Trotz und Beleidigtheit, bis sich dann im Morgengrauen der Satz in sein Hirn eingräbt, man muss Maßnahmen ergreifen. Er hat gegen jeden etwas in der Hand. Das Material liegt im sogenannten Giftschrank. Der Bundeskanzler ist in die Flick-Spendenaffäre verwickelt. Gleitkopf hat von Bierling, dem Bäderkönig, einen großzügigen Kredit erhalten. Und Zweigelt? Zweigelt ist hinter den Frauen her. Da gibt es ein Foto von ihm mit einer Nackten auf dem Schreibtisch. Er könnte es Zweigelt vorlegen und fragen, und das? Soll ich das auch meinem Nachfolger übergeben? Über solchen Grübeleien wird es morgen. Der Herr Innenminister lässt bitten. So habe ich das nie gesagt. Aber ohne Ihre Unterstützung ist das alles sinnlos. Sehe ich auch so. Und jetzt? Na, alles wie gehabt. Ich gehöre zu den meistgefährdeten Personen in dieser Republik. Daraus folgt? Personenschutz, eine gesicherte Dienstwohnung, Entschädigungen für besonderen Aufwand, wie in den letzten 15 Jahren auch. Die schießen mich sonst ab. Seit Jahren warten sie nur darauf, mich abzuschießen. Wie sie Bubat abgeschossen haben. Bärloch. Sie haben sich große Verdienste in der Terrorbekämpfung erworben. Aber jetzt sind Sie vorzeitig pensioniert, ein Privatmann also. Privatleuten steht keine Dienstwohnung zu, auch wenn sie gefährdet sind. Das ist ein Zielkonflikt.
Die Öffentlichkeit hat kein Verständnis dafür, wenn ein pensionierter Beamter in einer Dienstwohnung lebt. Ja, was soll ich tun? Ihnen gleich die entblößte Brust anbieten? Man erwartet von Ihnen, dass Sie wie ein Mann abtreten. Gefasst, statt vor Selbstmitleid überzufließen. Tun Sie nicht, als seien Sie der Mord, der seine Schuldigkeit getan hat, der gedient hat und dem man jetzt tritt. In einer Demokratie sind alle Amtsträger auf Zeit. Ihre Konzepte sind gescheitert, Bärloch. Die Volkszählung ist verboten, Ihr ungehemmtes Sammeln von Daten ist anrüchig geworden. Und was ist mit der Reorganisation von Pios? Personen, Institutionen, Objekte und Sachen. Das ist Pios, Bärlochs Werk. Das gesamte Wissen über den Terrorismus sollte in einer Datei zusammenfließen. Inzwischen ist der Datenbestand so angeschwollen und inkonsistent geworden, dass ein und dieselbe Anfrage, mehrmals gestellt, unterschiedliche Ergebnisse liefert. Nur Bärloch hat noch einen Überblick, was dort liegt, und ist der Einzige, der eine solche Reorganisation durchführen kann. Das regeln wir in einem Beratervertrag. Das bringen Sie meinetwegen noch zu Ende. Dazu brauche ich ein eigenes Terminal und Administratorenstatus. Wenn es notwendig ist. Pios mag ja angehen. Trotzdem will niemand einen totalitären Überwachungsstaat. Alle darüber hinausgehenden Forderungen von Ihnen sind vom Tisch. Das ist heute politisch nicht mehr wünschenswert. Aber beim Prozess gegen Mohnhaupt und Klar... Den Prozess haben Sie gut vorbereitet. Überhaupt haben Sie sich große Verdienste... Ach was! Die RAF ist am Ende, Bärloch. Und was noch übrig ist, das überlassen Sie mal getrost Ihrem Nachfolger. Alle weiteren Sicherheitsfragen besprechen Sie mit Staatssekretär Wiedeler. Bärloch sitzt in sich zusammengesunken da. Grau, alt, teigig. Sein Haar klebt an der feuchten Stirn. Er ist unfähig gewesen, Zweigelt mit dem Foto zu konfrontieren. Staatssekretär Wiedeler eröffnet ihm, dass man ihm ein Grundstück auf einem Kasernengelände überlassen möchte. Es gilt als absolut sicher. Ferdinand, wo ist eigentlich dieses Hernsberg? Ausfahrt Greding, Chef. Gleich dahinter. Schönstes Altmühltal. Scheiße, Altmühltal. Arsch der Welt. Nur Pampa. Ich bin ein rheinischer Mensch. Was soll ich dort? Das ist Verbannung. Sibirien. Chef. Das ist das Grundstück, Chef. Von hier nach hier. Okay, rundherum ist Kaserne, dazu will ich nichts sagen. Aber die Gegend selber, also wirklich. Ist doch schön hier. Und das Haus, das hier hingestellt wird, muss ich selber bezahlen. Der Teufel soll dieses Bonner Pack holen. 20 Jahre lang habe ich mir den Arsch aufgerissen. War Tag und Nacht verfügbar, habe alles aufgegeben. Mein Privatleben, meine Freunde... Und jetzt? Jetzt muss ich mir auch noch mein Volksgefängnis selber bauen. Redaktion Feature Dörnbach? Jakob Amon. Jakob, gut, dass du anrufst. Ich wollte mich ohnehin melden. Ja? Obwohl Jakob sein Filmprojekt über Karmann dringlich gemacht hat, hat er schon seit längerer Zeit nichts gehört. Ja, also ich bin am Ball geblieben. War schon bei Riesmann, unserem Abteilungsleiter. Und? Was sagt er? Schwierig. Er hat mir erst mal die Dimension der ganzen Sache vor Augen gehalten. Einer wie Karmann kann, wenn er will, den ganzen Sender platt machen. Wahnsinn, oder? Was heißt das denn? Ist er damit einverstanden, dass ich die Geschichte angehe? Na ja, weißt du, Riesmann meint, du hast nicht die nötige Akzeptanz. Du bist ein Linksradikaler, was ja nichts gegen dich ist, aber was draußen beim Zuschauer einfach falsch ankommt. Linke Ecke, abgehakt, verstehst du? Riesmann ist ein Fuchs. Er argumentiert taktisch. Das darfst du wirklich nicht persönlich nehmen. Er will das Ding ja durchkriegen, aber du hast dazu nicht die nötige moralische Autorität, sagt er. Ich fass es nicht. Die Geschichte, die ich euch vorgestellt habe, ist journalistisch sauber recherchiert. Alles stimmt. Braucht Wahrheit, dennoch weitere moralische Autorität. Wir sind es doch nicht, die solche Maßstäbe setzen. Uns geht es nur um die Sache. Da musst du es dir gefallen lassen, dass sie ohne Ansehen der Person verhandelt wird. Durch dich ist die Geschichte per se angreifbar.
Das schwächt unsere Intention. Brachiales Vorgehen ist absolut kontraproduktiv. Bei einer Enthüllungsgeschichte muss alles wasserdicht sein, sonst saufen wir alle zusammen ab. Was wollt ihr also tun? Auf der Redaktionskonferenz ist die Idee aufgekommen, jemand anderen den Beitrag machen zu lassen. Eine Art Strohmann, aber von moralischer Integrität, der mit seinem Namen die Geschichte zusätzlich stark machen könnte. Wer? Gábor Deméter, wenn er mitzieht. Ungarischer Jude war im KZ. Den fressen sie aus der Hand. All right, my fellow Americans. I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Das ist das doch. Du sollst nicht gehen, Gábor. Wohnung von Martha und Gábor Deméter. Man glaubt es nicht, Martha. Hast du das gehört? In 5 Minuten fallen Bomben, sagt er. Wer soll das gesagt haben? Regen bei einer Mikrofonprobe auf seiner Ranch in Santa Barbara. Ein dummer Scherz, nichts weiter. Ach, wie kann ein Mensch nur so ungebildet und blöd herumschwätzen wie du? Also hör mal. Das ganze Frühstück ist mir verleidet. Gobi, du musst etwas zu dir nehmen. Ach, ich habe keinen Appetit mehr. Ja, bitte? Ja, ich bin Deméter und habe Ihnen diesen Artikel über Karman angeboten. Sind Sie der zuständige Redakteur? Also hören Sie, die Sache ist einfach die. Karman wird aller Voraussicht nach zum Präsidenten des Deutschen Industrietages gewählt werden. Wenn Sie den Artikel gelesen haben, wissen Sie, dass Karman ein Nazi gewesen ist. Nein, 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 kein Mitläufer, sondern Aktivist. SS-Kommandant, verstehen Sie? SS-Kommandant. Er hat die Erschießung von gut 60 Geiseln angeordnet. Frauen, Kinder, ältere Leute, keine Partisanen, keine Bewaffneten. Wie? Was? Es gibt Augenzeugen, mein lieber Herr. Das alles ist beweisbar, hundertprozentig. Was? Sie überlegen sich das erst noch? Bitteschön. Ja, tun Sie das. Und bestellen Sie Ihrem Chefredakteur einen Gruß von mir. Verstehen Sie? Ganz meinerseits. Auf Wiederhören. Was ist? Hosen voll. Der macht das nicht. Warum sagst du ihnen nicht, dass du im KZ warst? Das würde alles in ein anderes Licht rücken. Du könntest jeden Artikel schreiben, wenn sie das wüssten. Weil ich genau das Leid bin. Ich will nicht immer auf dem Judenticket fahren müssen. Karman ist ein Mörder, ein Nazi, ein Schwein. Es geht um Tatsachen, nicht um das Schicksal dessen, der das aufdeckt. Und ich will, dass die das endlich einmal anerkennen. Weil es die Wahrheit ist. Ganz einfach. Redaktion Feature Dörnbach. Jakob Amann. Offenbar hat Jakob alle seine Pläne geändert. Er kauft einen ausrangierten Diesel der Paketpost und baut ihn zum Campingfahrzeug um. Wie für eine Weltreise bepackt steht der Wagen vor der Tür. Hast du den Artikel gelesen? Klar. Gut geschrieben. Nicht wahr? Aber von der Wirkung her kein Treffer. Karman ist trotzdem hochgeklettert. Auf große Erfolge dürfen wir in diesen Zeiten nicht hoffen. Aber man darf nicht aufgeben. Arbeitest du an einer neuen Sache? Nein. Ich gehe erst mal auf Reisen. Frankreich, Spanien, Portugal, vielleicht Afrika. Oh Mann, das könnte ich auch gebrauchen. Ihr Freien habt es eben gut. Als Festangestellter musst du immer die Stellung halten. Wann kommst du wieder? 3-4 Monaten. Solange eben das Geld reicht. Bitte zurücktreten! Treten Sie zurück! Halt! Durchgang verboten! Kommissar Bögel, Telefon! Ja? Der Herr Minister! Ja, Bögel? Ja. Aber natürlich, wir arbeiten unter Hochdruck. 31. November, vormittags. Vor dem Haus des industriellen Karman herrscht hektisches Treiben. Alle sind bereits verständigt. Aber sicher. Hier im Dahlienweg 6 seiner ruhigen und abgelegenen Seitenstraße von Bad Homburg hat sich heute Nacht die Tragödie ereignet.
Friedrich Karmann, einer der profiliertesten Köpfe der Arbeitgeberseite, ist erschossen worden. Eine Hinrichtung, so hört man, mit möglichem terroristischen Hintergrund. Und ob diese Tat die Handschrift der RAF trägt, das ist noch unklar. Ein Bekennerbrief ist bisher nicht aufgetaucht. Die Ermittlungen leitet Kommissar Bögel, der... Herr Bögel, darf ich Sie kurz bitten? Na, nichts Neues. Wir sind schon auf Sendung. Wenn Sie vielleicht dennoch für unsere Zuschauer kurz den Stand der Dinge zusammenfassen könnten. Na gut. Also heute Morgen gegen 5.30 Uhr ist der Täter in den Garten eingedrungen oder die Täter. Wir wissen das noch nicht. Beide Schlafzimmerfenster sind vergittert. Allerdings stand eines offen. Die Klappmetallleiter, die benutzt wurde, ist in jedem Baumarkt erhältlich. Von der Leiter wurden die drei Schüsse abgegeben. Dass Friedrich Karmann verkehrt herum im Bett lag, dürfte der Schütze in der Dunkelheit nicht bemerkt haben. Der tödliche Schuss hat dann die Beckenschlagader zerfetzt. Die Raffer, die haben wir an der Autobahnauffahrt Bad Homburg-Frankfurt sichergestellt. Es handelt sich um eine Sportpistole Kaliber 22, High Standard, Modell 103, Long Rifle, mit einem 10-schüssigen Magazin. Diese Waffe war, zusammen mit anderen, aus einem US-Depot bei Butzbach entwendet worden. Rose, Sekretariat Hellmann. Frau Rose, hier Bärloch. Ach. Sie arbeiten nicht mehr für mich, ich weiß. Aber vielleicht könnten Sie mir trotzdem noch einen Gefallen tun. Ja, sicher, gerne. Worum geht es denn? Ich spreche gerade ein Memorandum an den Innenminister auf Diktaphon. Würden Sie das später für mich abschreiben? Bringen Sie einfach das Band vorbei, kein Problem. Gelegentlich besucht Konrad Bärloch noch das Amt, um die vereinbarte Reorganisation des Informationssystems PIOS zu Ende zu bringen. Der Mord an Karmann hat ihn elektrisiert. Er recherchiert auf eigene Faust in dem kleinen Büro, das man ihm zugewiesen hat. Ach, es wäre außerdem sehr nett, wenn Sie Zweige telefonisch bestellen würden, dass ich ihm ein vertrauliches Memo zum Fall Karmann überreichen werde. Also... Memo an den Innenminister etc. pp. Mit allen höflichen Formalitäten. Da wissen Sie ohnehin Bescheid. Kopie an Hellmann, Leiter der Behörde hier im Haus. Das Ganze bitte per Boten. Vermerk, persönlich, vertraulich. Sehr geehrte Herren, nicht zum ersten Mal mache ich darauf aufmerksam, dass der Terrorismus immer noch über ein großes Potenzial verfügt. Er beschränkt sich nicht auf die RAF, die sich in einer Phase der Schwäche befindet. Mit den Aktivitäten der RAF unzufrieden, werden Einzeltäter aktiv. So geschehen im Fall Karmann. Lassen Sie mich kurz schildern, wie es gelungen ist, durch PIOS und die Erkenntnisse von BEFA, der beobachtenden Fahndung, den Täter zweifelsfrei zu erschließen. Ach, was... Dass Bögel und Tillmann dafür nicht die richtigen waren, ist jetzt ohnehin jedem klar. Einzeltäter aktiv. So geschehen im Fall Karmann. Das Vorgehen war signifikant anders als sonst, ungestüm und dilettantisch. Es zeigt sich eine ganz neue Handschrift, mit der wir es bislang noch nicht zu tun hatten. Eine kaum gezügelte Empörung. Direkter wäre nur gewesen, Karmann auf offener Straße zu stellen. Das Vorgehen ist von strategischer Kälte unbeeinflusst. Hinzu kommt, dass allen Anzeichen nach ein Mord unbeabsichtigt gewesen ist. Karmann lag verkehrt herum im Bett. Alle Schüsse trafen dort, wo der Täter die Beine vermuten musste. Dies spricht dafür, dass eher eine Bestrafung beabsichtigt war, keine Exekution. Dies widerlegt die Annahme, dass es sich um eine Aktion Anlage der Tat her das Risiko einer unbeabsichtigten Tötung besser kontrolliert. Keine Schüsse in dunkle Zimmer hinein. Auch tauchte kein Bekennerbrief auf. Die Tat war nicht zu rechtfertigen, weil sie misslungen war. Deshalb kommt keine der bekannten Figuren dafür in Frage. Eine so klare Analyse hätte man gerne einmal in den Verlautbarungen der Sonderkommission gefunden. Beim Motiv ist man auf keine Mutmaßung angewiesen. Einen Monat vor Karmanns Tod erscheint in einem linken Blatt ein Artikel von Gábor Demeter, der die Tat begründet. Auch wenn Demeter selbst mit ihr nichts zu tun hat.
Demeter ist alt, dazu Jude. Deshalb hat man die Spur aufgegeben. Ein Fehler. In einem Vernehmungsprotokoll steht zu lesen, dass Demeter das Material zu diesem Artikel von Dörenbach, einem Fernsehredakteur, bekommen hat. Dörenbach wiederum erklärt, es stammt von Jakob Ammon, einem seiner freien Mitarbeiter. Ammon nun wird schon lange der gewaltbereiten Szene zugerechnet. Aus Befa ergibt sich, dass Ammon zwar seit Wochen im Ausland ist, er aber am Dienstag, dem 27. November, mit dem Flugzeug in Frankfurt eintrifft. Am Freitag, an dem die Tat begangen wird, kehrt er wieder nach Sevilla zurück. Ja, bitte? Rose, ich habe den Innenminister erreicht. Er sagt, Sie möchten Ihren Beratervertrag erfüllen und den Rest den Behörden überlassen. Das hat er so formuliert. Ja, er war sehr ungehalten. Na, vergessen Sie es mit dem Brief. Danke. Ich selbst habe Jakob Ammon erst gut 10 Jahre später kennengelernt. Von seinem Vorleben wusste ich nichts. Ich löse Nachlässe auf und handle mit Büchern. Wenn Jakob nach ausgefallenen Werken sucht, verschaffe ich sie ihm. Jakob ist ein seltsamer Mensch, ein Eigenbrötler. Trotz seiner Macken mag ich ihn. Wenn er Bücher bestellt, ist das immer ein willkommener Anlass für mich, ihn zu besuchen. Ohne sie wäre der Kontakt zu ihm schwer. Er hat selten das Bedürfnis nach Gesellschaft und treibt sich meistens alleine herum. Nur seine Beziehung zu Helga pflegt er. Sie habe ich bei ihm kennengelernt. Mit Jakob ein Bier trinken zu gehen, ist nur selten möglich. Treffen mit ihm brauchen einen Grund. Bücher zum Beispiel. Trinkst du noch einen Kaffee? Milch, Zucker? Danke. Von Bismarck habe ich die Gedanken und Erinnerungen und den Briefwechsel mit Katharina Orloff bekommen. Bei der anarchistischen Ecke Fehlanzeige. Bücher von Nejajew werden hochgehandelt, im Moment nicht zu kriegen. Nejajew und die Nihilisten, das waren doch die russischen Bombenleger, oder? Ja, so sieht man das. Du nicht? In allen Büchern über den Nihilismus steht nur Unsinn. Ein Haufen Irrsinniger wirft Bomben. Warum? Weiß niemand. Auch nicht, was die im Sinn hatten. Ja, was denn? Also Adelige, die sich einfach nur langweilten und eine modische Attitüde zulegten, waren die nicht. Die wollten wirklich volkstümlich sein. Deshalb betonten sie das Einfache und verzichteten auf jeden Komfort. Hör mal, was Kropotkin dazu meint. Eine konventionelle Redeweise ist ihnen zuwider. Sie drücken sich ungeschminkt und direkt, ja, affektiert rau aus. Und sie studieren und lernen. Wissen und Wahrheitsliebe sind ihre Leitvorstellungen. Sie haben jede Art von Autorität und von Prinzipien abgelehnt. Aber sie sind Gewalttäter. Letztlich haben sie den Zaren ermordet. Gewalttäter schon, aber das bedeutet doch nichts. Denk doch mal an Stauffenberg, Gördeler, Elser und die anderen. An denen zieht sich die Nachkriegsgesellschaft hoch. Gerade weil sie Hitler gewaltsam beseitigen wollten. Das endgültige Urteil über Attentäter sprechen nie die Zeitgenossen. Heute ein Verbrechen, morgen eine Heldentat. Ja, findest du denn, dass man jemanden aus politischen Motiven umbringen darf? Nein, man sollte das nicht tun. Wer es dennoch tut, muss mit dem Widerspruch alleine fertig werden, dass die letztgültige Einschätzung immer zu spät kommt. Immer. Der gute Attentäter ist ein Toter. Die Gewalt, die er herausgefordert hat, bezahlt er mit seinem Leben. Wenn man aber überlebt? Oh, Vorsicht! Scheiße! Ich konnte ja nicht ahnen, wie sehr meine Frage ins Zentrum von Jakobs Problemen zielt. Überleben, das bringt es bei ihm auf den Punkt. Denn Leben kann man das nicht nennen, was er nach dem Mord an Karmann führt. Immer wegducken, immer verstecken, stets auf der Hut sein. Dazu Panikattacken. Auslöser gibt es viele und jeden Tag neu. Ein Polizeifahrzeug, ein jähes Telefonklingeln, der Griff eines Fremden unter das Jackett zur vermeintlichen Waffe. Der Ausnahmezustand ist das normale Leben. Bei allem, was er tut, begleitet ihn die Vorstellung, dass es vielleicht das letzte Mal ist. Das letzte Essen in Freiheit, der letzte Sonnenuntergang, die letzte Zigarette, das letzte Glas, der letzte Morgen, der letzte freundliche Blick, eine Serie von Beerdigungen. Jakob schiebt die Zeit wie eine vertagte Hinrichtung vor sich her. Jetzt komm endlich!
Konrad Bärloch lebt noch immer mit seiner Frau Hilde in dem Bungalow mitten in dem Kasernengelände. Bärloch arbeitet täglich. Obwohl er schon lange entlassen ist, sammelt er Daten über den Terrorismus und sein Umfeld. Auf seinem Rechner hat er Dossiers zu den handelnden Personen angelegt. Das Schlimme für ihn ist jedoch, dass sich niemand für seine Erkenntnisse interessiert. Kein Fleisch heute? Nein, Gemüselasagne. Zucchini, Brokkoli, Auberginen. Tut dir gut, guck dich doch mal an. Was ist denn heute los mit dir? Heute? Die ganze Zeit schon versuche ich dir klarzumachen, dass ich das hier nicht mehr aushalte. Aber auf diesem Ohr bist du taub. Was meinst du denn? Oh Gott, seit Jahren leben wir jetzt hier in einer Kaserne. Soldaten, wo man hinguckt, Alarmanlagen. Ich habe mich dem immer gebeugt, weil es hieß, dein Leben ist gefährdet. Aber nach so langer Zeit frage ich mich, wer noch ernsthaft daran glaubt, dass dir was passieren könnte. Wenn du endlich einmal aus deinem Bau herausgehen würdest. Ich knüpfe Kontakte, ich lade Leute ein, aber der Herr Dr. Bärloch hat an nichts Interesse. Nicht am Bürgermeister, nicht an den Honoratioren, nicht am Trachtenverein, nicht am Stammtisch, noch nicht einmal am Ortsverein seiner Partei. Ja, was zum Teufel soll ich als Rheinländer mit Leuten anfangen, die Loden tragen und wie Oberförster aussehen? Die wissen doch nicht einmal, wie das Bundeskanzleramt von außen aussieht. Selbst nach Nürnberg ist es dir zu weit. Kein Konzert, kein Kino, kein Theater. Ich muss mal raus an die Luft. Vorsicht, die Anlage! Hilde, bitte pass doch auf, ja? Pass doch auf, ja? Das ist ein Scheißleben hier. Ich bin eingesperrt, man kann doch nicht mal unbehelligt in den Garten. Und ich werde jetzt tun, was ich schon lange tun wollte. Dezernat 11, Herr Hosky? Roderich? Verletzt? Nein, keine Ahnung. Bitte. Als junger Polizist arbeitete Kommissar Horst Brill als Assistent von Konrad Bärloch in Bonn. Brill war ein findiger Experte in Datenverarbeitung und schrieb einige Hilfsprogramme für PIOS, die große Terroristendatei. Nach der Entlassung von Bärloch wurde Brill nach München in das Dezernat 11. Tötungs- und Branddelikte, Vermisste, zurückversetzt. Dienst nach Vorschrift ist seither seine Devise. Ratte. Ratte. Sprichst du mit mir? Was, Vivo? Schon die alten Germanen haben Kampfrufe gehabt, um sich auf Touren zu bringen. Das putzt einfach durch, Vivo. Los, los, hau mir mal in den Bauch. Du darfst so fest, wie du kannst. Na los, probier mal. Nein. Na komm, komm, komm. Nein, lass das, Horst. Löw hat gerade angerufen. Roderich vom zweiten Stock ist verletzt. Schlägerei oder sowas. Du hast doch nicht etwa... Oder? Horst? Roderich hat uns auflaufen lassen. Wenn wir an dem Fall arbeiten und er weiß etwas über die dahinterstehende Drogengeschichte, dann liefert er zu. Und beklagt sich nicht über uns. Wenn er das aber nicht tut, dann mobbt die Ratte. Und wenn einer mobbt, dann knöpf ich ihn mir vor. Horst, ich hätte Löw die Sache vorgetragen. Ach Mann, Vero, das ist doch Oberscheiße. Da stehst du doch als Petze da. Man muss den Typen stellen und ihm seine Grenzen aufzeigen. Verstehst du? Bis hierher und nicht weiter. Dann hast du ihn also verprügelt. Horst, das kannst du doch nicht bringen. Wohl. Solange ich körperlich noch dazu in der Lage bin und kein anderer mir die Fresse poliert... Alles andere hilft doch nicht. Du kannst an so einen Kerl hinschwätzen, was du willst, der dreht dir jedes Wort im Munde herum. Hinterher intrigiert er wieder. Auf dem Terrain ist er zu Hause. Vergiss es. Keine Chance. Du musst das direkt austragen, Weho. Jetzt kannst du gleich damit anfangen. Los. Nein. Na, komm, 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 komm. Nein, mach ich nicht, Horst. Du bist weich wie eine Butterkugel, Weho. Bisschen Fitness täte dir auch ganz gut. Mit Gewichten arbeiten, damit du mal Muskeln kriegst. Was ist denn los? Ha? Musst du Dampf ablassen? Unsinn. Was ist? Gehen wir essen? 11:30. Wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen heute. Aus mit der Sprache. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Ha? Hier, in der Zeitung. Der Mörder kam mit der Aluklappleiter. Sie bringen gerade diese Serie ungeklärte Morde. Das wäre mein Fall geworden. Und diese Pfeifen haben bis heute noch nichts rausbekommen. Null. Horst, Mordfälle hast du doch genug hier. Wo ist das Problem? Du hast ja keine Ahnung, Weho. Karma war der Präsident des Deutschen Industrietages. Diesen Fall durfte nur die Crème der deutschen Polizei bearbeiten. Und sowas geben die nach München? Ach, scheiße, Weho, natürlich nicht.
Das Ding lief von Bonn aus. Wenn du in München bleiben musst, hast du doch die Arschkarte gezogen. Bärloch war mal mein Chef. Ist dir noch ein Begriff? BKA, oder? Nein, Sonderkommission. Und ich war mit vorne dran. Verstehst du das, Vero? Ich war praktisch schon durch. Und dann das. Sie schicken Bärloch in die Wüste und sägen bei dieser Gelegenheit alle mit ab, die sie für seine Gefolgsleute halten. Mich versetzen sie nach München zurück. Darf gar nicht dran denken. Als Hilde, seine Frau, weg ist, fühlt sich Bärloch zuerst leichter und freier. Es gibt jetzt niemanden mehr, der ihn reglementieren würde, wenn er spät nachts noch am Rechner sitzt. Und endlich kann er essen, wonach ihm zumute ist. Er hat sich einen großen, gasbetriebenen Vulkansteingrill angeschafft. Ein solides, gut gearbeitetes Gastronomiemodell, auf dem er sich Fleisch und Würste brät. Dazu Bier aus der Flasche. Schwungvoll stemmt er den Kronkorken ab und wirft ihn in hohem Bogen in den bereitgestellten Eimer, wo er klickend unter seinesgleichen verschwindet. Hilde hat diesen Eimer immer ins Haus zurückgestellt. Immer. Jetzt bleibt er dort stehen, wo er gebraucht wird. Das ist doch praktisch. Nach dem Essen legt sich Bärloch auf eine Klappliege, trinkt Bier und schläft ein. Spät nachts wacht er auf. Das ist sie, die Verelendung, sagt er zu sich. Das war kein Schlaf, das war ein Alkoholkoma. Hallo? Ich bin's, Konrad. Oh, wie geht's denn? Ich komme gerade aus Teneriffa, das war schön da. Sonne, Meer und lauter flotte Rentner. Und du? Hilde, bitte besuch mich. Nanu, das sind ja ganz neue Töne. Na gut, mach ich. Aber dir ist klar, dass dieses Beziehungskapitel für mich abgeschlossen ist. Hilde, komm rein. Hier, ein paar Blümchen für dich. Mein Gott, Konrad, bist du fett geworden. Du isst zu viel, oder ist es das Bier? Ich habe Kuchen besorgt und Kaffee gemacht. Himmels Willen, was ist denn mit deinen Händen passiert? Wieso trägst du diese weißen Handschuhe? Das ist ein Hautausschlag, der mit Cortisoncreme behandelt werden muss. Deshalb. Ja, woher kommt das? Vom Grillen, meint der Arzt. Oh Gott, erzähl mir doch nichts. Mangelernährung ist das. Nur Fleisch und Würste. Kein Gemüse, kein Obst, keine Vitamine. Moment, ich hole mir den Kaffee aus der Küche. Sinnlos. Vollkommen sinnlos, das Ganze. Na dann, mach's gut. Vielen Dank für den Kaffee und den Kuchen. Ich melde mich mal wieder, ja? Wiedersehen. Gottverdammte Scheiße, das. Ich brauche einen Cognac. Es ist 15 Uhr. Die Nachrichten. Köln. Wie heute bekannt geworden ist, ist gestern bei der Nachrichtenagentur Reuters eine Auflösungserklärung der Rote Armee-Fraktion eingegangen. Holger Lehmann berichtet. Dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Es bringt plötzlich alles in Bewegung. Ich erinnere mich noch genau. Es ist der 21. April 1998 und ich bin gerade unterwegs zu einer Wohnung, die aufgelöst werden soll. Was gestern am 20. April bei der Nachrichtenagentur Reuters in Köln eingegangen ist, das darf man als Sensation bezeichnen. Es handelt sich um die Auflösungserklärung der Rote Armee-Fraktion RAF. Die achtseitige Erklärung ist nach Inhalt und Aufmachung authentisch. Dies hat inzwischen auch die kriminaltechnische Prüfung durch das Bundeskriminalamt ergeben. Die Erklärung deklariert die endgültige Auflösung der RAF mit den Worten: Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Die Auflösung der RAF wird damit begründet, dass es ihr aufgrund taktischer und strategischer Fehler nicht gelungen sei, ihr Ziel, die revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft, zu erreichen. Das Ziel wird aber beibehalten. Und die Verfasser formulieren: Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und Legitimation der Revolte. Holger Lehmann, Köln. Bärloch. Hören Sie, ich brauche die Nummern von Wiedeler und Gleitkopf. Ja, das weiß ich, dass die pensioniert sind. Haben Sie nicht? Bärloch, mein Name, ehemals Leiter der Sonderkommission Terroraufklärung. Ja. Ja, bitte, rufen Sie zurück. Wiederhören. Bärloch hat die Meldung im Internet recherchiert. Ihm wird schwindelig. 30 Jahre Kampf sind mit einem Schlag vorbei.
Es gibt keine Front mehr. Und jetzt? Versöhnung? Friede? Aber mit wem kann man sprechen? Er telefoniert sich hektisch durch die Behörde auf der Suche nach den Alten und schreibt Mails. Aber die Bekannten sind längst nicht mehr da, sind schon außer Dienst. Wer begreift überhaupt, was diese Nachricht bedeutet? Am nächsten Tag besucht ihn überraschenderweise Horst Brill, sein ehemaliger Assistent. Ist Ihnen das klar, Chef? Die RAF hat aufgegeben, aber ein Fall ist doch immer noch offen. Haben Sie es auch gelesen, neulich in der Zeitung? Niemand weiß, wer Karmann damals umgelegt hat. Wären die Herren nicht so unfähig? Hätten Sie beherzigt, was ich Ihnen mitgegeben habe, dann wäre der Fall längst gelöst. Pius, oder was meinen Sie? Sie wissen offenbar etwas über den Fall, Chef. Ich nicht. Ach. Wie meinen Sie das, Chef? Brill, hören Sie auf. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie Bögel oder Tillmann. Die haben ermittelt, nicht ich. Okay. Okay. Werde schon was rauskriegen. Was ist, Chef? Gehen wir noch ein Bier trinken? Unten im Ort gibt es einen Kaffee. Nehmen wir meinen Wagen? Nichts da. Ich mache alles zu Fuß. Ich brauche Bewegung. Alles zu Fuß. Außerdem keine Milch, kein Zucker zum Kaffee. Nur trockenes Gebäck und vor allem kein Alkohol. Huch, sind dir die Lebensmittel ausgegangen? Was machst du denn hier? Na was wohl, dich abholen. Helga, Jakobs Freundin, kommt gerade von einer Geschäftsreise zurück. Jakob hat am Zug auf sie gewartet. Ist was passiert? Nein, alles in Ordnung. Das machst du doch sonst nie. Heute aber. Ich wollte mit dir essen gehen. Oh, mein Tag war oberscheiße. Macht nichts. Bist du sicher? Stehst du unter Drogen? Bist du krank oder sonst was? Ich habe bei Virgilio einen Tisch reserviert. Ist das recht? Also schieß los. Irgendetwas ist doch. Mir ist in letzter Zeit viel durch den Kopf gegangen. Ich weiß ja, dass bei mir vieles seltsam ist. Es kommt nicht von ungefähr, aber... Naja, vielleicht gibt es irgendwann eine Möglichkeit, über meine Vergangenheit zu reden. Du würdest dann verstehen, warum ich so geworden bin. Na los. Nein, jetzt nicht. Aber mir ist klar geworden, dass es nicht verkehrt ist, die Sache vom Ende her anzupacken. Ich möchte das Leben... so wie ich es führe, ändern. Mhm. Alles andere ergibt sich daraus von selbst. Ich muss mir einfach eingestehen, dass ich jetzt nicht glücklich bin. Das Angenehme, nein, das Wichtige ist vor allem die Beziehung zu dir. Und da habe ich gedacht... Oh Mann, du redest ja wie dein eigener Pressesprecher. Wir könnten zusammenziehen, uns eine neue, größere Wohnung suchen. Oh Gott, du meinst es ja ernst. nein, bitte, lass uns da heute nicht darüber reden. Ich habe so viel um die Ohren gehauen bekommen und kann noch gar keinen klaren Gedanken fassen, was solche Pläne angeht. Und du kannst noch mal in dich gehen. Nicht, dass der Morgen oder übermorgen kommt, dass das vielleicht nur eine Übersprungshandlung gewesen ist. Ja, sie haben unsereins im Krieg als... Minenhund benutzt. Verstehen Sie, Minenhund? Ich habe an der Spitze laufen müssen. Die anderen, die Herrenmenschen, im gebührenden Abstand dahinter. Jakob hat sich ein Programm gesetzt. Es heißt Vergangenheit aufarbeiten. Er besucht Gabor Demeter, der damals mit dem recherchierten Material von Jakob einen Artikel über Karmann geschrieben hat. Die beiden haben sich nie kennengelernt. Sie kommen ins Gespräch. Demeter erzählt von seiner Vergangenheit. Tag und Nacht verfügbar, wenn eben eine Patrouille losgeschickt worden ist. Reißen mich aus dem Schlaf und los, immer schön, vorne weg und immer stampfen, an mutmaßlich gefährlichen Stellen fester stampfen und drehen, immer so im Kreis herum. Ja, und hoffen, dass da unten nichts ist. Entschuldigen Sie, darf ich rauchen? Ja, natürlich. Danke. Nehmen Sie das nicht so ernst. Gabor schildert seine Erlebnisse immer wie Streiche, spielt gerne den Abgebrühten. Aber Sie müssen sich vor Augen halten, dass er in dieser Hinsicht einfach ein wenig spinnt. Wie andere auch,
hat er einen KZ-Tick. Martha, bitte! Nebenan, in diesem Gerümpel, liegen gut und gerne 10 Koffer von ihm. Alle kaputt. Glauben Sie, dass er auch nur einen wegwerfen könnte? Warum? Warum? Ich will es Ihnen sagen. Weil man damals 42 nur 50 Kilo nicht sperrendes Gut, wie es hieß, also Kleider, Wäsche und Verpflegung mitnehmen durfte. Für die Umschichtung, also nach Auschwitz. Aber an der Rampe haben sie einem ja alles weggenommen, was man mit sich geschleppt hat. Schon gut, Martha, schon gut. Erinnern Sie sich an den Fall Kammern? Natürlich. Hat mir eine Menge Ärger eingetragen. Dörrenbach, ein Fernsehredakteur, hat mich damals auf die Sache aufmerksam gemacht und hat mir Material zukommen lassen. Zur Sichtung und freien Verwendung. Ich habe nachrecherchiert. Es stimmte. Karmann hatte kurz vor Kriegsende 60 Geißen erschießen lassen. Seine Karriere war ein Skandal. Sehen Sie das heute auch noch so? Natürlich. Ich habe einen Artikel über den Fall geschrieben. Aber es war wie eine Verschwörung. Niemand wollte ihn. Ich habe ihn allen renommierten Blättern angetragen. Schließlich ist er dann in Links erschienen. Ein Szeneblatt. Inzwischen längst verschwunden. Ein paar Wochen später wurde Kammern umgebracht. So, und daraus haben sie versucht, mir einen Strick zu drehen. Sympathisant der Terrorszene. Geistige Brandstiftung. Das waren die Vorwürfe. Schauen Sie, das ist das Manuskript. Würde ich heute genau so wiederschreiben, ohne Abstriche. Fanden Sie es denn gerecht, dass Kammern umgebracht worden ist? Gerecht? Ja, weil Kammern ein Verbrecher war, ein Mörder. Aber? Ich billige diese Tat nicht. Niemals. Sie haben mich im Lager gequält, versucht, mich zu deformieren. Dort gibt es nur 2 Sorten von Menschen, Täter und Opfer. Die einen oben, die anderen unten. Dann bin ich draußen und akzeptiere dieses System in einer anderen Variante. Ich will Ihnen in derselben Münze zurückgeben, was Sie mir angetan haben. Karma abschießen? Ja, warum nicht? Müssen Leute wie Sie immer die Dulderrolle übernehmen? Warum lassen Sie sich alles aufpacken, statt einmal zurückzuschlagen? Bitte, wem nützt das? Was an seiner Existenz oder seinem Tod löst meine Lebensproblematik? Irgendjemand muss es doch zu seiner Sache machen. Oder sollen Leute wie Kammern ungeschoren davon kommen? Und was haben die erreicht, die Kammern bestraft haben, wie Sie sagen? Der Fall ist nie aufgerollt worden, wie ich das versucht habe. Stattdessen ist dieser Mensch zum Helden verklärt worden. Und das, glauben Sie, kann die Frage unserer ganz persönlichen Verantwortlichkeit lösen? Worauf wollen Sie hinaus? Sie argumentieren doch wie ein Kopfgeldjäger, der dafür zu sorgen hat, dass Unrecht gesühnt wird. Wenn es sonst niemand tut, schwärmt er aus und bringt ihn um. Es ging nie nur um Kammern, immer auch um die anderen, die nichts gesehen, gehört und gewusst haben. Die haben genauso Schuld. Und was mache ich dann? Hätte ich Rache nehmen sollen? An wem? An allen etwa? Mir ist es in erster Linie darum gegangen, Verhältnisse zu verhindern, die Leute wie ihn hervorbringen. So, jetzt nehmen wir einmal an, die Mörder von Kammern hätten recht gehabt. Sie leben heute noch, sind also nicht unter den vielen Toten der RAF. Dann sind sie mit ihrer Tat immer noch allein, sind Außenseiter, sogar Ausgestoßene, die sich nicht zu erkennen geben dürfen. Jemanden umgebracht zu haben, das ist doch nur dann zu verarbeiten, wenn alle daran mitwirken. Das ist ein kollektiver Prozess. Das mag ja bei einem Raubmörder anders sein, aber ein politischer Attentäter appelliert immer an eine höhere Gerechtigkeit. Und wenn sie ihm nicht gewährt wird, wird er genauso zum Opfer historischer Verhältnisse, wie es derjenige geworden ist, den er umgebracht hat. Da gibt es keinen Ausweg.
Bärloch. Jakob Ammon. Wie bitte? Jakob steuert auf den letzten Punkt seines Programms zu. Er ist der Schwierigste. Jakob Ammon. Wir kennen uns nicht, aber ich bin Journalist und arbeite freiberuflich für viele renommierte Blätter. Ich möchte gerne mit Ihnen ein Gespräch führen. Worüber? Was das Ende der RAF für Sie bedeutet, was Sie dazu denken. Und wie haben Sie sich das gedacht? Ja, ich besuche Sie in Ihrem Haus und Sie widmen mir 2 Stunden. Das dürfte reichen. Wie hat das alles Ihr Leben beeinflusst? Ich meine, was hat sich geändert durch Ihr Polizistendasein, die Fahndung nach Terroristen? Dazu müssen Sie sich nur mein Haus anschauen. Ein Atrium-Bungalow. Drumherum, das haben Sie gesehen, die Kaserne, mein wichtigster Schutzschild. Sie kontrollieren auch den Luftraum. Was darüber wegfliegt, bekommen Sie hier am Radar mit. Dann eine Fülle von Sicherungsmechanismen, die ich im Laufe der Jahre eingebaut habe. Welche? Bewegungsmelder. Die Außenscheiben sämtlich aus Panzerglas. Alarmanlagen, die auf Erschütterung oder Berührung reagieren. Manchmal sind es auch Lichtschranken, dann heult es los, wenn jemand durchgeht. Auch Selbstschussanlagen sind eingebaut. Die gesamte Außenfront lässt sich über Video abscannen. Seit 14 Jahren Kerker hier. Genau so lebe ich auch. Also gut, Alarmanlagen gibt's bei mir nicht, aber das könnte meine Wohnung sein. Ja, warum denn? Sie sind doch ein freier Mann geblieben. Wie meinen Sie das? Hier in der Tasche habe ich einen Revolver. Nur, dass das klar ist. Ich weiß über Sie Bescheid. Was wollen Sie? Neu beginnen nach Auflösung der RAF. Leben nach 14 Jahren Leiden. Erwarten Sie keine Absolution von mir. Ich bin Polizist. Sie sind Gewalttäter. Das ist objektiv. Warum haben Sie dann bis heute geschwiegen? Und niemand wollte mir zuhören. Und ich bin kein Hund, der darauf konditioniert ist, Täter zu apportieren. Kammern war ein... Lassen Sie's. Ich kenne seine Geschichte. Was Demeter geschrieben hat, ist wahr. Haben Sie von Vera Sasulic gehört? Eine Freundin Lenins hat Trepow, den Stadtkommandanten von Petersburg, erschossen. Und wurde freigesprochen. Trepow hatte einen Studenten misshandelt. Das Urteil der Geschichte in Ihrem Fall ist nicht mein Thema. Ich weiß, dass Karmans Tod nicht geplant war. Ich weiß, dass Sie einen moralischen Notstand für sich reklamieren. Trotzdem erwarten Sie nicht, dass ich mit Ihnen fraternisiere. Ich hatte Sie bereits vor der Flinte. Ich habe es nur nicht geschafft, abzudrücken. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nehmen Sie nie wieder Kontakt mit mir auf. Für mich ist diese Sache weg aus der Welt, begraben. Hier herein. Setzen Sie sich. Vor 4 Wochen dann klingelt mich das Telefon morgens aus dem Bett. Es ist Helga, vollkommen aufgelöst. Ich soll sofort in das Polizeipräsidium an der Edtstraße kommen. Sie benötigt dringend meine Hilfe. Etwas Furchtbares ist passiert. Jakob ist in seiner Wohnung umgebracht worden. Ich ziehe mich rasch an, nehme mein Rad und fahre hinüber in die Edtstraße. Unten vor dem Gebäude wartet schon Helga auf mich und fällt mir weinend um den Hals. Aber Trost weiß ich ja auch keinen. Schließlich gehen wir hinein und melden uns bei Kommissar Brill an, der Helga verständigt hat. Sind Sie aufnahmefähig? Ja. Wir haben aus der Nachbarschaft einen Hinweis erhalten, dass der Postbote ständig klingelt, Ammon aber nicht öffnet. Daraufhin haben wir die Wohnung aufschließen lassen und untersucht. Der Tote ist im Wohnzimmer auf dem Teppichboden ausgestreckt aufgefunden worden. Zweifelsfrei Mord. Ammon ist mit einem Hammer erschlagen worden. Die Türe ist nicht aufgebrochen gewesen, offenbar ist nichts gestohlen. Noch nicht einmal fremde Fingerabdrücke sind zurückgeblieben. Eine seltsame Angelegenheit. Auch sonst haben meine Leute und ich noch keinen Hinweis. Möchten Sie rauchen? Ich will Sie nach diesem Schock nicht unnötig quälen. Ihre Personalien bräuchten wir, alles weitere dann später. Nur eines kann ich Ihnen wirklich nicht ersparen. Einer von Ihnen muss mich in die Pathologie begleiten, um die Identifizierung des Toten durchzuführen. Magudo, ich kann das nicht. Nicht erschrecken, die Ärzte haben ihn bereits obduziert. Vorher hat er schlimmer ausgesehen. Man hat ihn bereits gewaschen und hergerichtet.
Gehirn ist ausgetreten, Blutgerinnsel überall, alles war verklebt und er war vollkommen unkenntlich. Ist der Tote? Ja, das ist Jakob Ammann. Es war wohl so, dass der erste Hammerschlag ihn an der rechten Kopfseite traf, vollkommen überraschend. Er muss die Hände hochgerissen haben, um sich zu schützen. Dann traf ihn der zweite Hammerschlag links. Er sank nieder und im Niedersinken kam dann der dritte von oben, der auch den Armknochen beschädigte. Das war der tödliche Schlag. Das wissen wir jetzt. Niemand da. Komm rein. Wie kann man denn das alles sichten wollen? Und wozu? Helga ist Jakobs Alleinerbin. Von allen Seiten wird sie unter Druck gesetzt. Sie soll diverse Unterlagen wie Geburts-, Sterbeurkunde oder Versicherungsschein einreichen. Die Zentralbibliothek droht mit Pfändung, wenn die überfälligen Bücher nicht zurückgegeben werden. Aber Helga darf nicht in die Wohnung. Die Spurensicherung ist noch tätig. Jakobs Bücher und Aufzeichnungen sollen gesichtet werden. Vielleicht ergeben sich daraus verwertbare Erkenntnisse. Das dauert. Deshalb beschließt Helga, trotz der Sperrung die Wohnung aufzusuchen. Schau du doch mal, ob du die Bücher von der Bibliothek findest. 7 Stück müssen es sein. Und ich sehe nach den Urkunden. Helga, komm doch mal her. Hier, ein Manuskript von Jakob. Es war versteckt, hinter der Regalwand eingeklemmt. Zeig. Attentat. Marco, du bist mein einziger Vertrauter, hör zu. Ich weiß das nicht definitiv, aber ich fürchte, Jakob hat früher einmal der RAF nahegestanden. Ich habe keine Ahnung, was da genau war. Vielleicht hätte es mir Jakob einmal erzählt, wenn wir zusammengezogen wären. Aber wenn da was dran ist, möchte ich nicht, dass seine Vergangenheit durch die Polizei noch einmal aufgerührt wird. Nimm das Manuskript gleich mit. Ja. Und wenn du irgendetwas findest, was ihn belasten könnte, sag mir Bescheid. Oder besser vernichte es. Und die Bücher? Sie sind alle im Regal gestanden. Soll ich sie zurückbringen? Am nächsten Tag bringe ich die Bücher in die Bibliothek zurück. Anschließend will ich das Manuskript studieren, das bei mir zu Hause im Schreibtisch liegt. Auf dem Anrufbeantworter ist Brill. Ich möge doch ins Präsidium kommen. Es gibt noch keinen Anhaltspunkt. Wir finden auch keinen Zugang zu dieser Person. Kaum Freunde, keine Feinde, stattdessen ein Einsiedlerleben. Mal ganz einfach gefragt, Herr Sentenzer. Womit hat er sich denn die ganze Zeit beschäftigt? Bücher gelesen? Artikel geschrieben, ein Intellektueller eben. Und die Themen? Vor allem politisch-historische Themen. Figuren der Kolonialgeschichte. Bismarck, die russischen Nihilisten. Diese Anarchisten? Ja. Wie kommen Sie darauf? Davon wissen wir hier nichts. Wir haben alle seine Papiere durchgesehen und nichts dergleichen gefunden. Na ja, wir haben öfter darüber diskutiert. Wann waren Sie zuletzt in Ammons Wohnung? Lang her. Ich habe ihm Bücher gebracht. Vor 2 Monaten, würde ich sagen. Brill gegenüber habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Er glaubte mir auch nicht. So kommt eines zum anderen. Meine Unvorsichtigkeit, die Nihilisten zu erwähnen, ein paar Lügen und schon habe ich mich in die Scheiße hineinmanövriert. Samstag früh komme ich mit Einkaufstüten bepackt in meine Wohnung zurück. Ich höre Geräusche und rufe: Hey, was ist denn hier los? Ich sehe noch, dass mein ganzes Arbeitszimmer verwüstet ist. Papier, Bücher, alles am Boden. Mein erster Gedanke ist Jakobs Manuskript. Sie suchen es. Dann bekomme ich einen Schlag auf den Kopf. Dass ich das überlebe, verdanke ich einem Zufall. Vor ein paar Wochen habe ich einen Haushalt aufgelöst. In dem Kleiderramsch ist mir eine russische Pelzmütze aufgefallen. Ich fand es witzig, mit dieser Pelzwanne auf dem Kopf herumzulaufen. Mein Glück. Sonst hätte mir der Schlag den Schädel zerschmettert. Es war wohl kein Hammer wie bei Jakob, aber ein schwerer, stumpfer Gegenstand. Ich sehe schwarze, klobige Stiefel, graue Hosenbeine. Hau ab, schießt es mir durch den Kopf. Ein lebensrettender Reflex, der den Schläger überrascht. Ich springe auf und renne weg. Gott sei Dank folgt mir niemand. Ich flüchte in das Kino, in dem ich regelmäßig arbeite, und sperre mich im Vorführraum ein. Jetzt? Brill? Geht nicht, den habe ich belogen. Da kann ich jetzt nicht angekrochen kommen. Und Helga will nicht, dass ich jemandem was sage. Aber ausgerechnet jetzt ist sie verreist. Ich muss selber was tun. Ich muss die anderen ausfindig machen.
Aber was wollen die mit dem Manuskript? Attentat. Scheiße, hätte ich es nur genauer gelesen. So etwas hat doch allenfalls für Eingeweihte einen Wert. Eingeweihte. Die lesen dieselben Bücher. Alle folgen sie den Spuren, die im Text, in Fußnoten und Literaturverweisen gelegt sind. Wo kriegen sie die her? Aus der Zentralbibliothek. Auch Jakob war dort ständig. Ich muss herausfinden, wer sie sind, die dieselben Bücher lesen wie Jakob. In der Bibliothek. Die Nacht verbringe ich im Kino. Am anderen Morgen schleiche ich wie ein Dieb in meine Wohnung, hole mein Notebook, das ich für meinen Plan brauche, und gehe in die Zentralbibliothek. Sicher, ich bin technisch versiert, aber um die Zugangssperre zu den Daten knacken zu können, muss ich es schaffen, ein Programm zu überspielen, das die eingegebenen Passwörter auffängt. Zum Glück kenne ich Frau Schlebusch an der Infotheke. Schauen Sie sich das an. So bekommen wir die Bücher zurück. Ein Jammer. Müssen Sie die Buchpflege jetzt auch schon machen? Nein. Das meiste kommt in die hauseigene Binderei. Aber ein paar Sachen mache ich selbst. Gerne sogar. Ich habe Buchbinderei gelernt. Wissen Sie das gar nicht? Eine Kunst ist das mal gewesen. Frau Schlebusch, Sie müssen mir helfen. Ich habe ein Problem. Ach Gottchen, was denn? Die Diskette in meinem Notebook ist kaputt gegangen. Weiß der Teufel, warum. Die Arbeit von Stunden. Es gibt doch so Reparaturprogramme. Vielleicht kann man doch noch was retten, wenn Sie sowas auf Ihrem Rechner hätten. Schon, aber wir dürfen das eigentlich nicht. Wir dürfen nur geprüfte Fremddisketten in unseren PC übernehmen. Wegen der Viren heutzutage. Geben Sie schon her. Noch. Wir schließen um 20 Uhr. Abends dann lasse ich mich in der Bibliothek einsperren, logge mich in das Netz ein und beginne mit der Recherche. Ich lasse mir die Namen von Bibliotheksbenutzern heraussuchen, die dieselben Bücher wie Jakob lesen. Ich will nur Namen mit 50% Übereinstimmung und mehr ausgeben lassen. Alles andere ist mir zu vage. Endlich, nach Stunden, macht es Ping und ein erster Datensatz wird am Bildschirm ausgeschrieben. Ich kenne den Namen. Konrad Bärloch. Dass Bärloch etwas mit dem Tod Jakobs zu tun hat, halte ich für ausgeschlossen. Aber es ist ein Beleg für meine Theorie. Sicher befasst er sich mit denselben Problemen wie Jakob. Und das hat seinen Niederschlag in der Bibliothek gefunden. Was tun? Ich beschließe, ihn anzurufen. Vielleicht kann er mir helfen. Ja, hier Bärloch. Glück gehabt, ich sitze schon auf gepackten Koffern. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Es geht um Jakob Amon. Nein, eigentlich einen Mörder, der hinter mir her ist. Moment. Amon ist tot? Ja, ermordet. Kannten Sie ihn? Ja. Erzählen Sie doch bitte der Reihe nach. Das war's. Mehr weiß ich auch nicht. Aber das heißt, Sie haben das Bibliothekssystem geknackt und sind damit an meine Adresse gekommen. Ja. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen weitersuchen in der Bibliothek. Ihr Ansatz ist schlüssig. Oder jedenfalls das Resultat. Sind Sie sicher? Sie haben mit Ihrer Technik mehr ins Schwarze getroffen, als Sie denken. Machen Sie weiter. Ich selbst bin alt, fühle mich krank. Ich kann Ihnen allenfalls aus der Entfernung helfen und versuche, meine alten Kontakte anzuzapfen. Sobald ich etwas herausbekommen habe, schicke ich Ihnen eine Mail. Heute Nacht noch. Die bekommen Sie auch da drinnen, oder? Dass mich Bärloch damit in eine Falle geschickt hat, konnte er nicht wissen. Noch nicht. Jedenfalls sitze ich in der folgenden Nacht wieder in der Bibliothek und setze meine Recherche fort. Diesmal versuche ich es mit einer Abkürzung. Ich überprüfe, welche Bücher aus Jakobs Leseliste gerade ausgeliehen sind. Ich könnte dann diese Namen mit meiner Suchmethode weiter auswerten. Zunächst tut sich nichts. Dann ermittle ich 6 Bücher, die weggegeben worden sind. 6? Ich sehe mir die Titel an. Es sind genau die, die ich vor einiger Zeit aus Jakobs Wohnung zurück in die Bibliothek gebracht habe. Ich spüre einen inneren Frost, der mich zittern macht. Ich rufe die Entleiherinformationen auf und bin so nervös, als läge mein Finger auf den Abzug einer Pistole. Oh Gott, nein! Zugriff verweigert. Datei ist gesperrt. Beliebige Taste für weiter. Die Informationen sind gesperrt. Es ist eine Verschwörung, die bis in die Bibliothek hineinreicht. Sofort schreibe ich eine E-Mail an Bärloch und bitte ihn um Hilfe. Plötzlich stutze ich. Waren das 6 Bücher?
Schau du doch mal, ob du die Bücher von der Bibliothek findest. 7 Stück müssen es sein. Und ich sehe nach den Urkunden. Genau. Es sind 7 Bücher gewesen. Ich sehe das 7. jetzt so deutlich, dass ich mich selbst noch einmal beobachten kann, wie ich es aus meiner Tasche heraus auf die Rückgabetheke lege. Sergei Netschajew. Netschajew. Katechismus eines Revolutionärs. Katechismus. Return. Aha, in Buchpflege. Frau Schlebusch. Das meiste kommt in die hauseigene Binderei. Aber ein paar Sachen mache ich selbst. Gerne sogar. Ich habe Buchbinderei gelernt. Wissen Sie das gar nicht? Ich durchsuche den Schreibtisch von Frau Schlebusch. Darunter geschoben steht eine graue Plastikbox mit den Büchern. Tatsächlich, der Katechismus von Netschajew ist dabei. Oben steckt ein Zettel mit dem Hinweis, verschmiert. Keine Frage, es ist das Exemplar, das Jakob gehabt hat. Denn auch bei Leihbüchern konnte er sich nicht enthalten, Anmerkungen mit feinem Bleistift zu machen. Ich lasse die Seiten sacht durch die Finger gleiten, damit sich die meistgelesenen Stellen selbst aufschlagen. Etwa in der Mitte klappt eine Seite auf. Dorthin hat Jakob eine längere Notiz geschrieben. Ich knipse das Lämpchen an. Horst Brill steht da. Dazu eine Handynummer. Was heißt das denn? Ping, macht der Rechner. Es ist eine E-Mail von Bärloch. Alles deutet auf Brill hin. Nehmen Sie sich in Acht. Bärloch hatte herausbekommen, dass Brill über Jakob Bescheid wusste und versuchte es zu vertuschen, weil... Geben Sie mir das Buch. Zu spät. Buchpflege. Er ist bereits da. Mein Gott, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Hätte ich mir den ganzen Heckmeck hier gespart. Sie haben Jakob gekannt. Ich konnte erst vorhin meine Mailbox abhören. Vielen Dank für die Rückmeldung. Worum geht's denn eigentlich? Karmann. Ach du meine Güte. Dass Sie es getan haben, ist jetzt schon seit fast 15 Jahren bei uns in Pios. Ich musste nur ein bisschen recherchieren. Und Bärloch wusste das. Als ich ihn besucht habe, hat er so um den heißen Brei herumgeredet, dass mir die Augen aufgegangen sind. Jetzt fragt sich natürlich so ein kleiner Beamter wie ich... Können Sie bitte mal aufhören? Jetzt fragt sich natürlich so ein kleiner Beamter wie ich, warum ist das vertuscht worden? Das riecht doch nach einem politischen Komplott. Ich denke, Bärloch hat da was eingefädelt. Der Zug ist zwar schon lange abgefahren, aber zum Aufspringen ist es nie zu spät. Was wollen Sie eigentlich von mir? Geld? Denunziation von anderen? Ich habe nichts und weiß nichts. Wie diese Geschichte zu Ende geht, entscheiden ganz allein Sie, Amon. Für mich gibt es 2 Versionen, die fast gleich gut sind. Version A, Sie legen mir Hintergründe und die Beteiligten der Karmann-Sache offen. Ich will eine Antwort auf die simple politische Frage haben, wer hat was aus welchem Interesse getan. Oder? Oder Version B, ich nehme Sie fest und bringe damit einen lang gesuchten Attentäter hinter Gitter. Also, für mich ist beides voll zufriedenstellend. Ich würde Ihnen jedoch Version A empfehlen. Was ist? Hören Sie, Amon, Sie haben einen Aufschub von fast 15 Jahren bekommen. Eine Galgenfrist, die nun abgelaufen ist. Sie sind am Ende Ihres Wegs angekommen. Was machen Sie? Sie sind wahnsinnig. Lassen Sie das, geben Sie den Hammer! Ja! Sie haben Jakob umgebracht. Warum haben Sie sich eingemischt, Sentenzer? Was haben Sie davon? Nichts. Kommen Sie, gehen wir. Was haben Sie vor mit mir? Was ich mit Ihnen vorhabe, lässt sich nicht in der Bibliothek erledigen. Das soll nun also mein Leben gewesen sein. In den Vorzimmern herumgestolpert, ohne zum Eigentlichen zu gelangen. Aber diesen unbedingten Drang habe ich einfach nicht. Auch das Nebensächliche hat seinen Reiz. Da halte ich es mit meiner kleinen Nichte Julia. Als ich mit ihr im Zoo war und ihr den Löwen zeigte, der, als hätte ich es bestellt, vor dem angelegten Teich stand, seine Mähne schüttelte, den Rachen aufriss und seine tödlichen Hauer bloßlegte, wies Julia nach unten aufs Wasser und sagte, »Oh Marco, guck mal, die Entchen!« Brill steht derweil an der Glastüre und schaut nach draußen. Alles ist dunkel und ruhig. Er wendet mir den Rücken zu. Seltsamerweise steht er wie eine Statue, und erst jetzt sehe ich, dass er beide Hände oben hat und gegen die Scheibe gestützt hält.
Endlich bemerke ich, dass draußen auf der anderen Seite Inspektor Bechowski mit einer Pistole in der Hand steht. Lass fallen, Horst! Du bist festgenommen! Auch andere sind jetzt zu erkennen. Brill hat resigniert. Nun geht das Licht im Gang an und erleuchtet die Ausleihe. Der alte Mann im Hintergrund muss Bärloch sein. Die Bibliothek des Attentäters von Franz Maria Sonner. Mit Marco Sentenza, Stefan Hohnstein, Jakob Amon, Günther Maria Halmer, Konrad Bärloch, Hans Korte, Horst Brill, Axel Milberg, Gabor Demeter, Janosch Gönzöl, Hilde Bärloch, Marion Breckwold, Helga Ulrike Kriener, Dürrenbach, Michael Habeck, Bechowski, Paul Herwig. In weiteren Rollen Oliver Bendixen, Armin Berger, Cornelia Boje, Stefan Born, Carsten Fabian, Joachim Höppner, Anna-Barbara Kurek, Maria Todt, Michael Tregor und Peter Veit. Komposition Wolfgang Neumann, Ton und Technik Hans Scheck, Daniela Röder, Regieassistenz Monika von Aufschneider, Regie Martina Bötte-Sonner. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.